Was geht, Leute? Willkommen auf YouTube, auf dem Ad-Hoc-Channel. Wir sind heute wieder dabei. Und bevor wir anfangen mit dem Video, vergesst nicht abonnieren, Like-Button drücken, Jungs. Wir sind jetzt gerade in Berlin. Hier gibt's Action, hier gibt's Spannung. Wir sind mit dabei beim Boost-Camp mit dem Spandau Inferno. Das wird geil. Das ist Peter, meine Damen und Herren. Das ist Peter. Das ist korrekt. So, guys. It's too early, Nick. It's 9:45. Better than minus 80. I feel like handshaking is like science, you know? There's so many different ways, so many different cultures. Evolution, yeah, of the handshakes. Yeah. You wanted to speak German or English today? I can say Käse. Oh, that's nice. That's enough. That's all you have to say. Käse. Just say Käse all the time. Käse. Oh, Käse. Käse. Keep going, Gesichter here. We have a special guest, Sjörn from Ad Hoc Gaming, who is now you with Ad Hoc Gaming. He's better now. Yeah. The very time you're allowed to play with the Spandau Inferno today. How does it feel? How does it feel? I'm very excited to play with these boys and it's gonna be really fun. Yeah. Die ganze polnische Mafia, du hast doch wahrscheinlich rein. Der zweite Job ist sogar auch 450 Euro Basis wahrscheinlich, oder nicht? Also ich denke nur Fritz Kohl auf diesem Moment. Die warte aber nur Red Bull. We just do we go on our Smurfs, so we all are unranked. Then we can play together for one game, you get the rank, and then we can actually play Flex Q. Ah, okay. If you not get placed Iron. It's a possibility. Which might be the case. It's a high chance, isn't it? Yeah. Oh! Flash! I will not heal you, by the way. Fuck my life. It's happening! Oh no! Oh, it's so bad! It was so close, actually. Ich hab gecoacht. Ja, war auf jeden Fall eine geile Erfahrung, mit Janen auf Botlane zu spielen. Man merkt, dass er doch ein Stück weit besser ist als ich. Aber ja, super Jinx-Spieler. Ich glaube, wir auf Duo Bot könnten vielleicht Ad Hoc nächstes Jahr ersetzen. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise führt, ne? Yeah, we faced Diamond 1, no, we faced Gold people, so no. Low Elo scrubs. Scrub nubs. Did you ever play Twisted Fate before in your life? Yeah. Die Nidalee macht jetzt gleich Infernal Drake, okay? Gehe ich mal stark von aus, dass sie gleich Infernal Drake macht. Dann wird die wahrscheinlich runtermoven, ein Fail Flash auf den Lee Sin machen, in Turret Chase noch gerade überleben, dann pusht die Botlane aus und dann stirbt die gegen Thresh, weil die Greed ist. Glaube ich. Ich bin mir nicht also sicher. Also wenn das passiert? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das wird passieren, ja doch. Wenn das so passiert, dann weiß ich nicht. Dann eher, wie gesagt, Analyst ohne Ende. Jedes Team sollte ich dann aufnehmen. Oh, Faker! Oh, Faker ist dran! Wow! Ja, das erste Game lief super. Wir haben eine ganz standardmäßige Comp, die man kennt, gespielt. Im Sinne von 4 Supportern und einer AD Carry, quasi. Super beliebt in Normal Games. Lief klasse. Hernan als AD Carry war ein perfekter Pick mit Jinx. Dazu super Carry, einen Pentakill gemacht. Absolut Weltenklasse einfach nur. Ja. Oh. Du Catering? Ja, Food? Can you stop? I'm hungry. It was a harder game, for sure. So, blind pick was really a lot harder than draft pick. But it was fun. Und kennen sofort die kleine Pätze. Kennen sofort. Ich hab 2 deutsche Wörter gehört. Der in der Schule immer, sie haben die Hausaufgaben noch nicht korrigiert. Also heute war eigentlich bisher relativ entspannt. Wir haben jetzt angefangen mit den Normal Games. Und ja. Petter hat die ganze Zeit gespielt, während ich halt Coach gemacht habe. War eigentlich ganz witzig, also hat echt Bock gemacht mit den einzelnen Kombos, mit Protect the Jinx und Hecarim mit 50.000 Speedups, also mit Call is Call auch cool. Und für mich war es eigentlich ganz entspannt, weil ich halt coachen konnte. So, rausschneiden. Eine Analyse-Ecke macht es richtig Bock, einfach mal ein bisschen zu quatschen über das Game und auch ein Game casten zu dürfen. Ist echt cool. Macht Laune. Nee, die können noch weniger so testen. Ach so, echt? Die sind noch weiter weg vom Meta-Chip-Pool als wir. Das ist insane. Das ist interessant. Lass die den ruhig starten und das ist mega geil für euch, weil dann poppt ihr die, während die den hitten. Das ist mega gut für euch. Alles klar, viel Spaß. So, what do you tell?
the kids. I tell them you need to fucking dodge the engage or you're doomed. Don't give them Herald. That's what I told them. Play around bot. Aggressive. Also wir hatten gerade das erste Game gegen Postfinanz Helix, also Spanner Inferno. Und jetzt gehen sie ins zweite Game. Das erste haben sie verloren. Das steht jetzt noch an. Und danach vielleicht noch ein paar One-Rewons. Also ist eigentlich schon so gut wie alles durch. Das ist ja cooler. But it's so weird, no? Fritz. Oh, big one. I think so, yeah. Yes, take a shit. Now. Guys, remember one important thing here, guys, okay? If you don't talk English, I will slaughter you and you have to run to the national pit. When you guys are done with your draft, I can give you some tips what you can do and what you can look for in the game. But I will be quiet until you guys have the comp ready. Tyrexvein is kind of disgusting, yeah. But then you have to get Morgana's board, I think, no? But I think if you get strong lane like this, you should get a stronger jungle as well, no? Oh, okay. You can't win teamfights later on. It's impossible. Or if you don't get like or if you don't go for a hardcore split push, you know, and you just go hardcore win side. That's also good. But then it doesn't make sense to go for Kalista as well, because you kind of want to like get ahead, you know, with the champ. Ja, das war jetzt das ganze Event. Wir fahren jetzt nach Hause und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen guten Eindruck davon bekommen, was wir hier genau gemacht haben. Und damit bis zum nächsten Mal.